NordVPN und CyberGhost sind zwei Giganten, die die meisten VPNs auf dem Markt überragen, aber wenn es darum geht, miteinander verglichen zu werden, welcher Anbieter ist der beste? In diesem NordVPN-CyberGhost-Vergleich werde ich die Antwort herausfinden, indem ich alle wichtigen Sicherheits-, Leistungs- und Privatsphäre-Elemente beider VPNs analysiere. Bevor ich näher darauf eingehe, wollte ich dich daran erinnern, dass du uns jederzeit abonnieren kannst, um über neue Bewertungen und Vergleiche informiert zu bleiben. Okay, beginnen wir mit dem NordVPN und CyberGhost-Vergleich mit dem wichtigsten Element jedes VPNs, der Sicherheit. Die Spezialität von VPNs ist Verschlüsselung. Der gesamte Datenverkehr, der durch die VPN-Server läuft, wird verschlüsselt. Normalerweise verwenden VPNs den Verschlüsselungsalgorithmus AES 256, der in der Branche so etwas wie der goldene Standard ist. Sowohl NordVPN als auch CyberGhost verwenden jedoch auch neuere Tunneling-Protokolle mit fortschrittlicheren Chacha-20-Verschlüsselungsalgorithmen. In Bezug auf den Datenschutz spielt es eine Rolle, unter welcher Rechtsprechung jedes VPN arbeitet. NordVPN hat seinen Sitz in Panama, einem der datenschutzfreundlichsten Länder, in dem es keine Gesetze zur Datenerhebung oder Datenweitergabe gibt. CyberGhost befindet sich in einer ähnlichen Lage. Rumänien ist ein weiteres datenschutzfreundliches Land. Allerdings ist die Muttergesellschaft von CyberGhost, Cape Technology, in Großbritannien ansässig, sodass CyberGhost teilweise von den britischen Fünf-Augen-Gesetzen zum Datenaustausch betroffen ist. Normalerweise wäre das allein schon ein Grund zur Sorge, aber sowohl CyberGhost als auch NordVPN haben eine No-Logs-Politik. Unabhängige Audits dieser Richtlinie bestätigen, dass diese Anbieter keine Nutzerdaten aufzeichnen. NordVPN hat sogar doppelt so viele Audits wie CyberGhost. Außerdem sind sowohl die Server von NordVPN als auch die von CyberGhost reine RAM-Server. Solche Server sind nicht in der Lage, Nutzerdaten zu speichern, betrachte dies als eine physische Manifestation der No-Logs-Politik. Außerdem gibt es tausende solcher Server, die bei beiden Anbietern auf über 100 Länder verteilt sind. Allerdings zeigt CyberGhost seit kurzem die Anzahl der Server nicht mehr an, was ich verdächtig finde, zumal das Unternehmen früher eine riesige Anzahl an Servern hatte. Wenn du auf der Suche nach einem VPN mit geprüften, bestätigten Sicherheits- und Datenschutzpraktiken bist, kann ich dir NordVPN und CyberGhost nicht genug empfehlen. Wenn du sie also ausprobieren möchtest, habe ich in der Beschreibung unten ein paar Rabattlinks für dich. Nachdem ich die grundlegende Sicherheit beschrieben habe, die die meisten VPNs bieten, wird es Zeit für den NordVPN-CyberGhost-Vergleich der Schutzfunktion. Zum Beispiel der Killswitch. Das ist eine Funktion, die IP- und DNS-Lags im Falle einer VPN-Störung verhindern soll. CyberGhosts Killswitch ist typisch. Er blockiert die gesamte Internetverbindung im Falle eines VPN-Ausfalls, während NordVPN so konfiguriert werden kann, dass der Internetzugang nur für bestimmte Apps gesperrt wird. Auch beim Split-Tunneling lässt sich einstellen, welche Apps mit einem VPN benutzt werden sollen. Ich habe zum Beispiel meinen Browser und meine Torrent-App so eingestellt, dass sie immer VPNs nutzen, während andere Apps meine Standardverbindung nutzen. Bedenke aber, dass iOS-Geräte diese Funktion aufgrund der Apple-Richtlinien nicht haben. Spezialisierte Server sind eine weitere Möglichkeit, die Sicherheit zu verbessern. Der Double-VPN-Server von NordVPN zum Beispiel verbindet zwei reguläre Server miteinander, um die Verschlüsselung und die Standortmaskierung zu verdoppeln. Tor-Over-VPN-Server nutzen die Onion-Router-Knotenpunkte für weitere Sicherheit. Und Obfuscated-Server verbergen die Tatsache, dass ich ein VPN benutze von meinem Internetanbieter, um Drosselung und andere Unterbrechungen zu verhindern. Zu den spezialisierten Servern von CyberGhost gehören einige, die eine bessere Leistung beim Streaming oder Torrenting bieten, aber die besten sind die No-Spy-Server. Diese befinden sich in CyberGhost Hauptquartier in Rumänien und sind besonders sicher. Allerdings kosten sie auch extra. Apropos kostenpflichtige Zusatzfunktion. Ich besorge mir oft eine Dedicated IP, eine einzigartige IP-Adresse nur für mich, die mir jederzeit Zugang zu einem bestimmten Land verschafft. Der Unterschied zwischen NordVPN und CyberGhost Features ist auch hier spürbar. Sie bieten Dedicated IPs in verschiedenen Ländern an. Was die Leistung angeht, meiner Erfahrung nach war sie ziemlich nah an ihrer typischen Geschwindigkeit, auf die ich später noch eingehen werde. Auch wenn VPNs Datenlecks verhindern, können Datenpannen auf Websites, die du nutzt, immer noch deine Informationen preisgeben. Aus diesem Grund ist der Dark Web Monitor eine großartige Funktion, da er erkennt und dich benachrichtigt, wenn deine Daten gefährdet sind. Diese Funktion gibt es allerdings nur bei NordVPN, also behalte das im Hinterkopf. Die meisten Sicherheitslücken entstehen durch Phishing-Angriffe, entweder durch bösartige Links, E-Mails oder Werbung. Deshalb habe ich bei diesen VPNs die Webfilterung aktiviert. Der Bedrohungsschutz von NordVPN ist besonders gut. Er kann Werbung, Pop-ups, bösartige Links und sogar Malware in meinen Downloads finden und entfernen. CyberGhost ist etwas weniger beeindruckend. Es kümmert sich nur um Werbung, Tracker und bösartige Links. Während diese Funktionen bei NordVPN und CyberGhost mehr oder weniger ähnlich sind, haben sie auch einzigartige Funktionen.
Zum Beispiel das Meshnet von NordVPN. Diese Funktion ermöglicht es mir, sichere Netzwerke mit anderen Nutzern aufzubauen und geschützte LAN-Netzwerke herzustellen. Ich nutze es oft, um Dateien sicher auszutauschen oder einfach, um mit Freunden LAN-Spiele zu spielen. Wenn du neugierig bist, scanne diesen QR-Code, um NordVPN auszuprobieren. CyberGhost verfügt außerdem über eine einzigartige Funktion, Smart Rules. Damit lassen sich Kombinationen zwischen bestimmten Apps und VPN-Servern konfigurieren. So kann es zum Beispiel meine BitTorrent-App starten, während ich mich mit einem P2P-Server verbinde oder eine Streaming-Website öffnen, wenn ich mich mit meinem Lieblings-Streaming-Standort verbinde. Ah ja, du hast richtig gehört. Ich benutze VPNs, um auf tonnenweise ausländische Sendungen auf den beliebtesten Plattformen zuzugreifen. Das ist eine der besten Möglichkeiten, ein VPN zu nutzen, aber welches ist in diesem Fall besser? CyberGhost oder NordVPN? Was das Streaming angeht, habe ich große Unterschiede erwartet. CyberGhost hat schließlich eigene Streaming-Server. Ein Vergleich zwischen NordVPN und CyberGhost zeigt jedoch, dass beide keine Probleme haben, selbst auf die beliebtesten Plattformen zuzugreifen. Zumindest beim Torrenting muss es Unterschiede geben. Beide Anbieter haben vielleicht P2P-Server, aber es kann doch nicht sein, dass es keinen Unterschied zwischen NordVPN und CyberGhost gibt, oder? Nun, das ist richtig, aber das liegt vor allem an der unterschiedlichen Leistung. Um den Geschwindigkeitsunterschied zwischen NordVPN und CyberGhost zu verdeutlichen, führe ich einen Test durch, bei dem ich drei verschiedene Standorte als Beispiel verwende. In jedem Fall verwende ich das schnellste Protokoll, das ein VPN bieten kann, NordLynx für NordVPN und WireGuard für CyberGhost. Wie du sehen kannst, ist der Unterschied nicht so groß, wenn ich die Server in meiner Nähe teste, aber je weiter es geht, desto größer wird der Unterschied, wie dieser NordVPN gegen CyberGhost-Test zeigt. Was die Ergebnisse angeht, NordVPN ist hier eindeutig der schnellste. Okay, endlich ist es Zeit, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu diskutieren. Sind diese besten VPN-Services es wert? Behalte alle Funktionen und Leistungen im Auge, wenn du dir diese Zahlen ansiehst. Ein oberflächlicher Vergleich von NordVPN und CyberGhost ist dir ziemlich offensichtlich. Letzterer ist deutlich günstiger. Andererseits kann ein Konto nur auf 7 Geräten genutzt werden, während NordVPN 10 Geräte anbietet. Dazu kommen die Unterschiede bei den Funktionen. Denk aber auch daran, dass du mit meinen Rabatten aus der Beschreibung die Preise noch weiter senken kannst. CyberGhost ist zwar unbeschreibbar die günstigere Variante, aber NordVPN bietet insgesamt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotzdem kannst du beide kostenlos testen, um dich zu entscheiden. Sie haben eine 7-tägige kostenlose Testphase und eine Geld-Zurück-Garantie. 30 Tage bei NordVPN und 45 bei CyberGhost. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl NordVPN als auch CyberGhost eine unvergleichbare Sicherheit und auch grundlegende Liste von Funktionen bieten. Wenn es jedoch um die Leistung und die Qualität der Funktionen geht, ist NordVPN unbestreitbar besser. CyberGhost ist nur dann eine Überlegung wert, wenn du ein VPN brauchst, das sowohl solide als auch erschwinglich ist. Ich hoffe, dieser NordVPN gegen CyberGhost-Vergleich hat dir gefallen. Wenn du mehr beste VPN-Reviews sehen willst, abonniere uns gern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.